Lesung aus dem ersten Buch der Könige. In jenen Tagen sagte Elia zu Ahab: Geh hinauf, iss und trink, denn das Rauschen des Regens ist schon hörbar. Während Ahab wegging, um zu essen und zu trinken, stieg Elia zur Höhe des Karmel empor, kauerte sich auf den Boden nieder und legte seinen Kopf zwischen die Knie. Dann befahl er seinem Diener: Geh hinauf und schau auf das Meer hinaus. Dieser ging hinauf, schaute hinaus und meldete: Es ist nichts zu sehen. Elia befahl: Geh 7-mal hinauf. Beim 7. Mal meldete der Diener: Eine Wolke, klein wie eine Menschenhand, steigt aus dem Meer herauf. Darauf sagte Elia: Geh hinauf und sag zu Ahab: Spanne an und fahr hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Es dauerte nicht lange, da verfinsterte sich der Himmel durch Sturm und Wolken und es fiel ein starker Regen. Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Über Elia aber kam die Hand des Herrn. Er gürtete sich und lief vor Ahab her bis dorthin, wo der Weg nach Jezreel abzweigt. Wort des lebendigen Gottes. Dir ist Schweigen Lobgesang, Gott auf dem Zion. Dir ist Schweigen Lobgesang, Gott auf dem Zion. Du hast für das Land gesorgt, es getränkt, es überschüttet mit Reichtum. Der Bach Gottes ist voller Wasser, gedeihen lässt du ihnen das Korn, so lässt du das Land gedeihen. Dir ist Schweigen Lobgesang, Gott auf dem Zion. Du hast seine Furchen getränkt, seine Schollen geebnet. Du machst es weich durch Regen, segnest seine Gewächse. Du hast das Jahr mit deiner Güte gekrönt, von Fett triefen deine Spuren. Dir ist Schweigen Lobgesang, Gott auf dem Zion. In der Steppe prangen Auen, es gürten sich die Höhen mit Jubel. Die Weiden bekleiden sich mit Herden, es hüllen sich die Täler in Korn. Sie jauchzen, ja, sie singen. Dir ist Schweigen Lobgesang, Gott auf dem Zion. Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Herr, sei mit euch.
jener Zeit suchte der Herr 72 andere Jünger aus und sandte sie zu zweit vor sich her in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemanden auf dem Weg. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens wohnt, wird euer Friede auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus. Esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen: Das Reich Gottes ist euch nah. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Christi Domino, geliebte im Herrn. Es ist schon wieder eine Fügung, weil eigentlich wollten wir die Lesung, die vorgesehen ist, für den Antonius hören. Und jetzt haben wir die vom Donnerstag gehört. Was aber sehr interessant ist, weil da die Rede davon ist: Geh nach oben und schau auf das Meer. Geh und schau auf das Meer, das verbinde ich ganz stark mit Antonius von Padua, weil er nämlich damals das Problem hatte, wenn er in eine Stadt kam und sollte dort über Gott predigen, ähnlich wie es wir heute ja auch erleben, es wollte ihn niemand hören. Da kommt vielleicht der Bischof, man denkt, oh, jetzt kommen die Leute und er erzählt etwas Schönes von Gott, aber keiner geht hin. Ähnlich hat damals Antonius von Padua erlebt. Und was hat er gemacht? Er ist zum Meer gegangen und hat den Fischen gepredigt. Tja, was die Leute damals wohl gedacht haben, irgendwie hat sich das rumgesprochen. Da steht so ein Spinnerter am See und erzählt den Fischen irgendwas, was ist das für ein Typ? Und hat dadurch Neugierde erweckt, die Leute sind gekommen und dann war er nachher der gefragte Prediger. Naja, ob ich das heute so machen sollte, ist eine andere Frage. Wenn ich jetzt irgendwo an dem See gehe und da den Fischen predige, ich glaube, da wird es dabei bleiben, das ist ein Verrückter und die Leute würden weitergehen. Aber wer weiß. Jedenfalls ist der Antonius von Padua auch des Schlammholz Patron, so wird er heute verehrt. Wenn du etwas verloren hast und dich selbst suchst, dann wende dich zu ihm, wende dich an ihn, er wird dir helfen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass er mich bisher noch nie enttäuscht hat. Was er aber mir doch schon für eine Lektion gegeben hat: habe Geduld. Manchmal brauchst du einfach Ausdauer. Ich kann mich noch gut daran erinnern, vor gut 14, 15 Jahren, da hatte ich meinen Fahrradschlüssel verloren. Fahrradschlüssel vom Fahrrad. Das war so ein klappbarer, das war schon was Besonderes, da hatte ich nämlich nur einen von. Und dann habe ich gesucht: Heiliger Antonius, hilf mir, das kann doch nicht sein, dass der Schlüssel weg ist. Selbst auch aktiv geworden, selbst in den Mülltonnen gesucht, aber keinen Schlüssel gefunden. Mehrmals dann auch in der Woche, bis ich ihn wiedergefunden habe, auch mit dem Auto gefahren, bis ich dann irgendwann mal aus dem Auto ausstieg und denke, warum ist die Falte so komisch von diesem Schonbezug beim Fahrersitz? Und in der Falte unten, was lag da? Der Fahrradschlüssel. Also er hat mir wirklich geholfen, den Fahrradschlüssel wiederzufinden, aber
Geduld. Eine Woche habe ich gebraucht, 7 Tage, um diesen Schlüssel wiederzufinden. Aber ich bin nicht enttäuscht worden und habe letztendlich auch gelernt, Geduld haben. Und das scheint mir etwas, was heute in der Kirche fehlt, in der Gesellschaft hier überhaupt. Man hat oft den Eindruck, wenn ich heute etwas bestelle, sollte es gestern schon da gewesen sein. Das kann nicht schnell genug gehen. Und manche werben ja auch noch, wenn sie in den nächsten 3 Stunden noch bestellen, dann ist es bis morgen um 17 Uhr bei ihnen zu Hause. Damit werben sie. Oft passt es dann auch, wenn man das auch mal in Anspruch nehmen muss. Aber ist das letztendlich die Haltung, die uns als Christen ausmachen soll, als Menschen? Diese Eile, diese Hektik? Letztendlich verlieren wir dadurch nur nicht nur unsere Lebenszeit, Lebensfreude, weil wir in der Hektik sind. Heute dies bestellt, morgen schon da. Und wenn es morgen da ist, ist es übermorgen schon wieder langweilig und muss das nächste bestellen, da in die Ruhe zu kommen. Und da kann auch der heilige Antonius helfen, diese Ruhe zu finden. Geduld haben. Irgendwo habe ich mal den Satz gelesen, Geduld macht uns Gott ähnlich. Das ist wirklich eine Herausforderung, Geduld zu haben, gerade in der heutigen Zeit, wo wir meinen, durch immer mehr und alles anders machen, würden wir die Menschen erreichen. Erreichen wir sie wirklich? Oder merken die Leute dann doch letztendlich, vielleicht fassen sie es auch ins Worte, wenn ich dahin gehe, was ist der Unterschied zu dem Frühstücksbuffet am Sonntag in einer Gaststätte? Hektik, Unruhe und in der Gaststätte ist es wärmer, da ist es wenigstens geheizt und die Stimmung ist manchmal auch besser. Man kann reden, ist nicht an irgendwelche Zwänge gebunden und Verhaltensregeln. Was suchen die Menschen letztendlich? In einer Zeit, die unruhig geworden ist. Es gibt kaum noch Fundamente, die tragen, jedenfalls hier in der westlichen Gesellschaft. Auf was kann ich letztendlich bauen? Wenn man heute sich hinstellt und sagt, 2 + 2 = 4, muss man damit rechnen, dass man deswegen angefeindet wird. Wie kann man sowas behaupten? 2 + 2 = 4. Und die jungen Menschen heute, die wachsen in einer Wahlmöglichkeit auf die ich als Jugendlicher, mittlerweile kann ich schon sagen, als Jugendlicher ist schon etwas her, damals gar nicht hatte. Da gab es nicht diese große Auswahl wie heute. Wenn ich heute, ich kriege das bei den jungen Leuten ja mit, wenn ich da Lust habe, mich in den 70er Mode zu kleiden, dann finde ich irgendwo Geschäfte oder auch im Internet Geschäfte, wo ich mir diese Sachen bestellen kann. Zu meiner Zeit war es noch so, da gab es einen Modestil und da hieß es, nimm, zieh an oder du läufst mit den alten Hosen weiter rum. Und damals war es noch eher so dieses Gefühl bei den Menschen auch, ja, man will ja etwas gelten, also passe ich mich an und ziehe das dementsprechend an. Und heute die Jugendlichen, die haben alle diese Möglichkeiten. Aber haben sie noch ein Fundament, das trägt? Und ich glaube, viele Jugendliche sind auf der Suche nach so einem Fundament. Und wo finden sie dieses Fundament? Sie könnten es finden in der katholischen Kirche. Und das Interessante ist, dass gerade die Orte, wo der Glaube nett und freundlich, aber klar verkündet wird, ohne Abstriche, so, das steht da zwar, aber wir nehmen es nicht so genau. Nein, das steht zwar da so und wir merken, dass wir schwach sind und das nicht immer so können, aber wir bemühen uns, das doch so zu leben und dass diese Orte auch demnächst viel anziehender wird für die Jugendlichen. Denn sie werden diese Orte wiederentdecken und ein Aha-Erlebnis haben. Da ist jemand, da sind mehrere, die aus diesem Glauben heraus leben, aus diesem Fundament heraus, und sie spüren, da ist etwas Verlässliches, da ist wirklich ein Fundament. Denn diese Menschen, diese Gläubigen, weisen letztendlich auf dem,
der von sich sagt, ich bin der Eckstein. Ich bin letztendlich das Fundament, Jesus Christus. Sein Wort ist wahr. Vielleicht können Sie sich noch daran erinnern, am letzten Wochenende, das war bei mir in einem anderen Ritus, da hatten wir das Gleichnis von den 99 Schafen und dem einen Verlorenen. Und der Frau, die 10 Drachmen hat und eine verliert, und als sie wiedergefunden hat, macht sie eine Party für die Freundinnen und Freundinnen. Und ich bin dann so angefangen mit der Predigt, dass Jesus ein schlechter Wirtschaftsminister gewesen wäre. Denn wie kann man 99 Schafe unbeaufsichtigt in der Wüste zurücklassen, um dieses eine zu suchen? Und wie kann man hingehen und eine Drachme, die man wiederfindet, so feiern, dass man die Freundinnen einlädt und die beköstigt und dabei viel mehr ausgibt, als diese eine Drachme wert ist? Aber sie zeigt, welche Liebe Gott zu uns, jedem Einzelnen von uns hat, dass er um jedem Einzelnen nachgeht, immer wieder nachgeht. Und das ist ein wunderbarer Gedanke. Und letztendlich habe ich die Predigt dann damit beendet, vielleicht wäre er doch der bessere Wirtschaftsminister gewesen, denn er hat sein Leben für seine Botschaft hingegeben. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Er hat seine Botschaft mit seinem Blut bezahlt. Und das ist der kleine, aber auch letztendlich große Unterschied zu den vielen anderen Propheten und Predigern, die wir so hören in der Welt. Und die Jugendlichen und auch viele Menschen auf der Suche werden das früher oder später wieder neu entdecken. Und da heißt es für uns, diese Flamme des Glaubens aufrecht zu erhalten. Wir müssen jetzt nicht wie der heilige Antonius von Padua an das Meer fahren, um dort den Fischen zu predigen, weil uns hier niemand hören will. Sondern wenn wir den Glauben hier leben, praktizieren mit unseren Schwächen und Fehlern, die wir auch alle haben, aber so dürfen wir doch vertrauen, dass das eine Außenwirkung hat. Und so mancher, dem ich im Gespräch begegnet bin, der vom Glauben eigentlich eher weniger wissen will, der hat mir gesagt, meine Nachbarn, die gehen jeden Sonntag zur Kirche. Das kann ich zwar irgendwie nicht so nachvollziehen, aber es beeindruckt mich, dass die ihren Glauben so leben können. Und da merken wir wieder, dass dieses Tun, dieses regelmäßige Tun doch viel mehr Außenwirkung hat und Wirkung hat, als wir manchmal so wahrnehmen oder wahrhaben wollen. Und wenn wir auch jetzt hier in kleiner Schar unseren Glauben hier so feiern, dann wird das Auswirkung haben. Und ich weiß noch einen Satz, der mich als Jugendlicher geprägt hat, der mich auch beeindruckt hat. Ich weiß aber nicht mehr, woher er kommt. Eine Stadt, in der 5 Frauen Rosenkranz beten, die wird verschont. Das ist schon beeindruckend, wie viele das bewirken kann. Und wir oft immer so von diesem Erfolg geprägt sind, so, ich muss Erfolg haben, ich will den Erfolg sehen. Wenn ich an Charles de Foucault denke, der in die Wüste gegangen ist zu den Muslimen und der zu seinen Lebzeiten keinen einzigen Muslim bekehrt hat. Wie frustriert muss der am Ende seines Lebens gewesen sein? Aber Vorsicht, als Christ leben wir ja länger als die meisten Menschen hier auf Erden. Wir leben ja dieses Leben plus die Ewigkeit. Und von der Ewigkeit aus sehen wir dann, was unser Wirken dann bewirkt hat. Und Charles de Foucault, als er gestorben ist, da kam dann die Umkehr bei den Muslimen. Viele Muslime, die sich dann bekehrt haben. Oder wenn wir an die Ursprünge der Kirche denken, die Verfolgungen in den ersten 3 Jahrhunderten. Immer wieder die Angst, wann bricht die nächste Verfolgung aus? Dann dieses sich verstecken in den Katakomben, um dort Gottesdienst zu feiern, ja nicht erwischt werden. Viele Opfer, die die Christen damals gebracht haben. Wie viele werden damals gedacht haben, vergeblich, was soll das Ganze noch? Und dann 317 die große Umkehr, die konstantinische Wende. Das Christentum wurde zur Staatsreligion und hat dann den Siegeszug richtig angetreten über Europa und dann in die ganze Welt hinaus und bis heute hin noch. Und das macht einfach Mut, auch heute
in den vielen Situationen, wo wir meinen, die Kirche bricht zusammen, bricht ab, der Himmel baut schon eine neue Kirche auf. Und ein Zeichen dafür ist, dass wieder vermehrt junge Männer zur Kirche kommen. Ich habe irgendwo den Satz gehört, wenn die jungen Männer wieder zur Kirche kommen, dann erstarkt der Glaube. Und das nehme ich bei mir wahr in meinem Umkreis, dass dort mehr junge Männer auch zur Kirche kommen. Und wo ich sonst immer so höre, ja, Kirche ist nur was für alte Leute, für alte Frauen, da könnte ich jetzt in den letzten 3 Jahren mehrere Messen aufzählen, wo wir reine Männerkirche waren. Wo nur Männer an den Gottesdienst teilgenommen haben, die mir Heilige Messe mitgefeiert haben. Letztes Jahr im Februar durfte ich einen Muslim taufen. Da waren wir 11 Männer und eine Frau. Also es scheint doch etwas in Bewegung zu kommen. Und wenn wir nur unseren Glauben still und leise leben und Gutes tun, dann wird das auch Früchte tragen für die nächste Generation. Dann wird es ein Aufleben auch des katholischen und christlichen Lebens geben, auch hier in Europa. Diesen Glauben dürfen wir nie aufgeben. Und dazu möge uns der heilige Antonius helfen, dass er uns den Glauben wiederfinden lässt, aber uns selbst wiederfinden lässt. Und dass er auch den vielen Menschen, den Getauften, den Glauben an Jesus Christus wiederfinden lässt. Vor allem diese schöne Zusage, du bist geliebt und ich möchte dich retten. Und dazu sind wir auch ausgesandt als Gemeinschaft. Zu zweit, wie Jesus es im Evangelium sagt, zu zweit sandte er sie vor sich her in alle Städte und Ortschaften, die er selbst gehen wollte. Und auch damals schon, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Und ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Aber macht euch keine Sorgen. Ihr braucht keine Geldbeutel, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemanden auf dem Weg. Denn er ist mit uns. Er gibt uns das, was wir wirklich brauchen. Und mit dieser Zuversicht dürfen wir auch wieder in unseren Alltag zurückkehren. Dass er uns bei uns ist und dass er auch viele Berufungen schenkt. Wenn es heißt, wir sollen um Arbeiter beten. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Es gibt auch hier heute in dieser Zeit, auch hier in Deutschland, viele Priesterberufungen. Sie suchen sich ganz konkret ihre Gemeinschaft, dort, wo sie als Priester wirken können. Als Priester und nicht als Manager oder Verwalter, sondern wirklich ihre Priesterberufung leben können, sich in den Dienst Gottes zu stellen, um den Gläubigen die frohe Botschaft zu verkünden und die Sakramente zu spenden. Letztendlich auch der Arzt für die Seele zu sein. Amen.